Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde LS17 hier in Lostberg bei Tante Ilse. Ja, ich komme gerade von Ilse, die hat mich angerufen, sollte unbedingt mal herkommen und... wie weit bist du denn, sagt sie, ne? Ich sag, ja, Gülle fahren, ich soll hinten das Maisstück noch hier nochmal aufsagen. Nee, jetzt wird erst gedroschen, sagt sie, ich will den Weizen heute noch runter haben. Ich habe da mit Werner was abgemacht und der muss runter jetzt heute. Ich sag, naja gut, wenn du das meinst, ich sag, dann dem machen wir das. Da Hänschen, die sind noch am Flügen, sag ich fleißig. Die kriegen einen Acker nach dem anderen weg. Wunderbar. Karl-Heinz, der macht sich auch prächtig. Hoffentlich bleibt das so. Sondern wenn das so sein soll, ich sag, dann fahr ich los und dresch dann noch im Runner. Ja. Wie ist er noch innen? Abgeschmiert haben wir ihn auch. Schönen Drescher hat sie sicher gekauft, da gibt's ja nichts, ne? Also ich meine, nur denn im Dorf, wenn du eine Chance hast, dann kannst du das ja auch noch mit abdreschen. Ich sag, du, das weiß ich jetzt auch nicht, aber dann alles packen, dieser erstmal eins nach dem anderen. Und dann sehen wir weiter, sag ich. Und dann muss auch langsam zusehen, dass wir sehen, ob wir dann eine Erde kriegen, ne? Ich sag, grubbern, grubbern, grubbern. Ich sag, hier muss noch hier das Stück, wo der Mais drauf stand, sag ich, da muss unbedingt Gülle rauf, damit umflügen. Oder mit dem Flügen, das kriegt Karl-Heinz jetzt richtig gut hin, du, ehrlich. Muss man ihm lassen. Lernt schnell, also hat vielleicht was gebracht, ne? Wenn er so weitermacht, dann kannst du ihn bald richtig gebrauchen. Und das ist eine gute Sache hier. Aber wie gesagt, Ilse, die wollte hier auch noch Kühe haben jetzt, ne? Hat sie mir definitiv gesagt jetzt. Und naja, gut. Viehzeug. Ich denke mal, Schafe werden damit sogar auch noch irgendwann angeschleppt kommen und Schweine oder was weiß ich hier und so weiter. Oh Mann, ne? Naja, gut. Wenn es sein soll, wenn wir zusehen, dass wir hier irgendwie mal reinkommen jetzt. Dass wir das Ole Schneidwerk irgendwie rankriegen, ne? Ding irgendwie in der Ecke, da sind Holzbalken, da kommen wir auch nicht durch. Hm. Hier stramm ran, da müsste eigentlich passen. Ja. Ist ja nicht viel, das ganze Ding hier, ne? Alles nur so lütsche Parzellen. Warte mal, wie war das jetzt bei dem hier und bei dem Masai, wenn du den runter haben willst? Was ist jetzt los? Was wird Satz mit X hier? Nix. Da hängt ja sich der Baum im Weg. Mann. Ich glaube, den erst ausklappen, ne? Bisschen geht er hinten runter. Und das Stück fehlt nachher, um den auszuheben. Den kriegst du nämlich auch vom Wagen runter, bestimmt. Oder? Hä? Ja. Das klappt auch mit dem Nachbarn. MB habe ich mir schon hingefahren, mein Hänger. Ziemlich hoch. Ja. Ach, Zapfwelle. Zapfwelle. Opa, deine Zapfwelle. Gehen wir mal los. So viel ist halt nicht. Boah. Ilse. Wer sonst? Ja, Tante Ilse? Die wat? Das Stück im Dorf, den Roggen da oder was? Der muss unbedingt noch mal runter heute. Tante Ilse, ich bin gerade hier angefangen. Das erste Stück hier.
Ich bin hier noch nicht mal mit fertig. Das ist auch schon 5 Uhr gleich. In ein paar Minuten. Ja, wir müssen gucken, wie das mit der Feuchtigkeit heute passt. Ach, das ist lange trocken. Ja, wenn du das meinst. Erstmal das hier, eins nach dem anderen. Ja, kann ich doch nichts für, wenn du so einen Kram mit Werner abmachst. Hör mal. Ansonsten musst du erst noch eine Trocknung, der ganze Scheiß hier. Du kannst dir doch den Kram so nicht andrehen, da kriegst du doch nichts für. Dann lohnt sich die ganze Drescherei doch nicht hier. Mann, Mann, du. Ja, ach, die Tage in den Kartoffeln und die Rüben raus, ja. Ja, womit denn? Mit dem Roder? Ich hast keinen. Das war meine Sorge sein. Ja, gut. Ja. Ja, werden wir sehen. Was, pünktlich um 6 zum Armbrot? Wenn ich dreschen soll, dann muss ich entscheiden, was du machen willst. Entweder Armbrot oder dreschen. Ja, da weiß ich auch nicht. Ja, ist gut, Tante Ilse. Ja. Ja, mache ich. Sieh zu, bis dann. Oh, Mann, ey. Ich kann halt nicht voll kriegen. Du warst ein paar Wochen hier. Jetzt dreht's am Rad, ehrlich. Mann, bevor wir um einen anderen Hof kommen. Übrigens, wir haben uns noch einen in Belgien gekauft, in Lütten, ne? Da sind wir schon so ein bisschen an Fummeln. Da müssen wir demnächst auch nochmal hingucken. Schönes, kleines, gemütliches Teil in Belgien, ja? Da kann die mich dann mal. Das eine Stück noch nicht mal runter. Der sollte schon das nächste machen. Meine Drescher ist geil, ne? Da gibt's nix. 57er Schneidwerk, also da läuft du. Viel gut. Oha, jetzt habe ich das nicht. Kein Schwanz gemacht, die will Stroh haben. Für Viecher. Na gut, einmal um zu ist okay. Oh, steht gut. Der steht wunderbar. Bloß den Weizen hat er noch mit übernommen vom Vorgänger. Der ist kaum gedüngt, ne? Also viel kommt noch nicht runter, seht ihr. Jetzt die nächste Runde. Was wir jetzt neu einsehen oder so. Das sind 3 Düngestufen drin mit Flügen. Da müsste dann richtig was wegkommen. Und dann muss ich unbedingt mit ihr noch schnacken heute Abend. Warum wegen mit dem Mais? Was wir damit machen? Sie faselte ja was von wegen mit, eine BGA oder so. Ich sag Tanne Ilse, ich weiß nicht, ob das so das Wahre ist. Das bisschen Kram. Und Kleinvieh bringt auch Mist hatte. Vielleicht hat er irgendwo, aber ich weiß es nicht. Die ganze Juckelei, dann hat sie keinen Lohner dafür. Weiß gar nicht, wenn du dir jetzt für das letzte Stück da noch ein Häcksler mietest oder was, da kriegst du auch gar nichts mehr raus. Von dem Mais. Das muss ich irgendwie anders machen. Muss ich irgendwie so ein Anbauhäcksler mieten oder irgendwo ein Pumpen oder was, ne? Weiß ich, ob Hänschen vielleicht noch einen am Hof stehen hat oder so. Und dann muss er sich in Zukunft entscheiden, was er damit machen will. Entweder richtig Mais für die BGA oder halt ein bisschen Mais und dann verkaufen oder so, wenn sie das lohnt.
Ja, aber Hänschen, sag ich mal, der hat irgendwie einen wachen Kopf gekriegt. Und jetzt erklärst du was Vernünftiges, hat er es auch ziemlich schnell gefressen, echt. Hätte nicht gedacht, wirklich. Hänschen, sag ich schon. Karl-Heinz, meine ich. Hänschen sowieso. Die haben, glaube ich, hier, warte mal, haben sie noch ein, zwei, drei kleine Dinger da, wo die Rüben draufstehen, dann auch noch. Das Maisstück können sie zusammen machen und Hänschen hat dann noch ein, zwei. Da sind wir fertig mit Flügen. Das ist oft jetzt diese Ecken, ne? Oh, das ist auch nicht viel. So Piwi-Kram. Und dann drillen, drillen, drillen dahin. Immer ran damit auch ein Auto. Also runter an den Sheet und dann eindrillen hier. Wieder. Bin mal gespannt, was die Kühe anschleppt. Weil sie faselt ja nun jetzt die nächsten Tage, muss unbedingt Heu gemacht werden, ne? Wetter ist gut, da muss auch noch. Das Gras ist hoch genug, wurde lange genug nicht gemäht. Jauche und Kram haben wir da alles raufgefahren schon. Naja. Muss er haben, ne? Siloballen noch machen, irgendwie am besten. Ich brauche doch nicht erst noch ein Silo reinfahren, will das ja machen. Dann nehmen wir einen Ladewagen. Da wieder auf, wieder ein Häcksler mieten oder was? Ey, ich weiß nicht, ob sich das alles lohnt. Da kannst du lieber mal ein paar Ballen machen. Das Hänschen Müller ist fertig. Einfach mal die Arme abwerfen. Haha. Gut. Gucken wir nachher mal hin. Ja, der Drescher kommt gut. Der macht mir Spaß. Feine Ding. Passt. Alles drum und dran. Richtige Größe für hier, finde ich. Sitzt hier mit so einem, weiß ich nicht, 10 oder 12 Meter Teil hier rumreiern. Ey, das lohnt nicht. Kommst nirgendwo vernünftig mit einer Ecken hier. Das ist genau richtig, 57er. Ja, Tanilse. Weil ich müde bin? Nö, warum? Wann fragst du mich sowas? Ach, auf 14. Da steht auch noch was. Ja, ich weiß. ich weiß nicht genau. Ich weiß nur Gerste. Das muss auch noch runter heute. Dass der Tag 24 Stunden hat, das weißt du, ne? Ach, das ist ja egal. Ja, du warst ja auch lange nicht hier. Na, logisch, klar. Ja, sicher. Hm. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich kann doch vorher Feuchtigkeitsgehalt messen und dann kann ich dir den durchgeben. Dann kannst du selber entscheiden, was du damit machen willst. Wenn du dir diese lütten Dinger noch durch die Trocknung klopfst oder so, dann verdienst du hier gar nichts dran. Und das ganze Heizöl, den ganzen Scheiß auch mitrechnest. Ja, musst du mal rechnen. Mit der Hand soll ich das machen. Wie Onkel Gustav und du früher mit der Schaufel in die Luft geworfen und trocknet. Jo, alles klar. Jo, ich habe auch sonst nichts zu tun. Mach noch 5 Minuten so weiter und bin ich verschwunden. Dann fahre ich auf meinen Hof. Ja, war ja nicht so gemeint. Ja, siehst du? Ich will ja nicht frech werden, ich sag aber nicht auf diese Art und Weise doch. Ja. Ja, ich kann gucken, wenn das noch passt nachher und das bleibt so schön knibbeltrocken, wie es jetzt ist oder so, dann krieg ich den Scheiß vielleicht noch runter. Dann mache ich die 14 aber gleich nach diesem und lass das auf, im Dorf stehen, da den Roggen oder was das ist. Müssen wir sehen, ob wir den heute noch oder morgen runter kriegen. Dann haben wir eigentlich, glaube ich, alles so weit runter. Ja,
Mais, der steht noch. Ja gut, der kommt momentan nicht drauf an, das ist nicht ganz so wild. Ja, entscheide dich, was du damit machen willst. Dreschen, du musst du zusehen, dass du hier einen Vorsatz kriegst, ein Schneidwerk für einen Drescher. Kaufen für ein Ding, weiß ich nicht. Du musst mit Fritz schnacken, ob er einen liegen hat oder besorgen kann für ein Fan hier. Und Capello oder irgendwie sowas. Mhm. Ja, dann können wir den Scheiß die Tage runterdreschen, das ist dann auch weg. Verfaulen lassen will ich doch nicht, nö. Und dann sieh zu, dass du Saat orderst. Ja, wie auch immer, das ist egal. Das, was du wo reinhaben willst. Plan, das auf dem Schreibtisch liegen. Ja, das musst du entscheiden, das weiß ich nicht, wo das hin soll. Oder wo was rein soll. Ich sag, ich kümmere mich da nicht mehr um. Ich habe oft genug einen auf den Deckel gekriegt von dir. Nee. Ja, auf meine Äcker in Holland, da weiß ich, wo was hingehört. Ja, ja. Oder brauchst du dir keinen Kopf ummachen? Nee. Weil ich hier bin? Ja, weit. Einmal rauf und runter und bin hier fertig. Auf diesem Ding hier. Ja. Nee, das ist nicht mal ein Tank runtergekommen hier. Halb, drei Viertel ungefähr. Mehr nicht. Nee, mehr nicht. Ja, du hast den Kram ja so gekauft von. Da stand das ja schon drauf, der Mist hier. Ich habe ja gesagt, hau da noch Dünger rauf oder flüg den Scheiß auch noch und mach das neu. Holst ja nicht. Wie lohnt die ganze. Wie das Zeug lohnt die ganze Arbeit nicht hier? Nee. Nur ein bisschen Stroh kriegst zusammen. Drei Ballen oder so. Hm. Ist auch gut für Kühe. So, ja, okay. Ja, dann macht das klar. Ja, ja, wir sehen uns nachher. 6 Uhr? Nee, das schaffe ich nicht. Wenn ich da hinten gleich weitermachen soll. Ich soll da erst am Hof kommen. Ja, gut, komme ich erst am Hof. Lass ich den Drescher aber stehen hier hinten. Erstmal einen Weizen auskippen, dann gucke ich eben rein, ja. Ja, bis dahin, sieh zu. Tschüss. Jo. Es meckert so rum, weil sie hier nicht genug runterkriegt. Da hat sie mit mehr gerechnet, sagt sie. Ich glaube da nicht, ne? Ich habe ihr das gleich gesagt. Das hat nicht lohnt hier. Die glaubt mir das ja nicht. Naja, gut, dann soll sie es selber machen. Damals hätten wir doch mal mehr runtergekriegt. Das war ja mal denen ihr Land hier, ne? Das haben sie verkauft, jetzt hat sie es wieder gekauft. Über 80, doch, die ist auch nicht mehr, weiß ich auch nicht. Ihr Ding hast einen Scheiß verscheuert, dann hätte ich mir ein feines Leben gemacht. Kinder haben sie, hat sie nicht. Die ist ja noch Kopf ummacht, du. Wo sie Händchen geben, den ganzen Kram hier, der weiß ja, wie es mit anzufangen. Nö, dann packen wir den Schiedler erstmal ein, stellen den hier auf dem Acker. Weil mit dem gurke ich jetzt nicht wieder auf dem Hof hier. Und dann mal gucken, was er gleich will. Die 14 oder den Roggen unten im Dorf noch. Das ist auch so beschissen, darauf zu kommen, auf den ganzen Kram noch. Aber naja, mal sehen. Das wird wie sehen. So, den fahren wir jetzt hier hin. Dann packen wir die ganzen Mister wieder ein. Gleich. Und dann ist die Sache geritzt. Tanken wir den noch mal eben ab. Sechstausend waren das oder so. Und na gut. Bin ich immer gespannt, was da runterkommt, wenn wir den fertig haben hier. Wenn hier richtig gedüngt ist nächstes Mal.
Gut. Eins Tor. Hau ich den noch mal eben kurz ins Lager. Die kann ich an der Wand zur Not nachher wieder rausholen, wenn der nach Werner soll. Das kann sie selber entscheiden. Bloß da mache ich mir jetzt keinen Kopf. Da rennt er noch hier bei Werner hinein, wo der sitzt und steckt und keine Ahnung, ey. Na. Und er soll sie gleich entscheiden, was er will. Das ist ein Witz. So Leute, wir sehen, jo, ist wieder Feierabend. Oha, die Hühnereier kann ich auch gleich noch mal einsammeln. Dann will ich mal eben rein nach Tante Ilse und mal eben schnacken, wie das weitergehen soll hier. Und wir sehen uns dann das nächste Mal, ja, hier oder woanders wieder. Wenn sie keinen Rabatz macht, dann hier. Ansonsten lasse ich mich selber überraschen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen bei euch und hoffe, dass ich euch das nächste Mal alle wohlauf wieder begrüßen darf. Hier in einem neuen Let's Play. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, euer Butcher.